So, mit Machinisten. Ich heiße euch willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar habe ich seit, da müsste ich kurz nachschauen, da ich das nicht im Kopf auswendig habe. Ich habe seit ungefähr Ende 2014 Chrono Trigger fertig aufgenommen gehabt. Und seit knapp 2 Monaten kam nichts mehr auf meinem Kanal, also nach Chrono Trigger, außer nur diesen P-Log Graz, also Picture Log Graz 2015, wo ich Urlaub gemacht hatte. Und daran wird sich jetzt erstmal auch nichts ändern. Hat einen kleinen Grund: Ich habe nicht die Lust am Let's Playen verloren, sondern die meiste Zeit hänge ich bei OGM rum, also bei den Online Game Masters, und dort bin ich eher aktiv. Der Kanal Machi Minecraft, der wird nicht aufgelöst werden. Es wird irgendwie weitergehen, wenn ich die Zeit dazu habe. Allerdings wird sich an diesem Kanal eine Kleinigkeit ändern. Ja, so könnte man es ausdrücken. Und zwar habe ich schon Bioshock gespielt, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Sacrileg, Da Vinci Code, Portal, Portal 2, Alice Madness Returns, Duke Nukem Forever, Doom 3 und so weiter. Und vor allem auch die Legacy of Kain Series. Mir hat das eine oder andere Spiel sehr gut gefallen. Ein paar Spiele, da wiederum habe ich mich ein bisschen schwer getan. Und das habe ich auch gemerkt, als ich Chrono Trigger Let's Played habe. Das war wiederum ein Spiel, wo mir sehr viel Spaß gemacht hat. Genauso wie Gothic 1. Der Rest, ja, war jetzt Legacy, also, ja, ich sag's einfach mal so, wie ich sagen will. Auf diesem Kanal Machi Minecraft werden zukünftig nur noch Projekte kommen, die mir wirklich großen Spaß machen. Und da ich auch ein bisschen Qualität reinbringen will, habe ich mir gedacht, dass es so eine Art Walkthrough wird. Also, es wird noch ein Let's Play mit Kommentation und so weiter. Allerdings will ich Spiele präsentieren bzw. vorführen. Wie Chrono Trigger, wo ich schon mehrmals gespielt habe, wo ich weiß, okay, das passiert und okay, das kommt auf mich zu und hast du nicht gesehen. Und das ist das, was ich halt eben mit reinbringen möchte. Ich habe schon begonnen mit einem Projekt. Ich habe es soweit aufgenommen, ein paar Parts. Die sind noch soweit hochgeladen. Allerdings werde ich die erst entweder spät in diesem Jahr erst freischalten oder erst nächstes Jahr. Ich weiß es noch nicht. Also, ich kann es noch nicht sagen, aber wenn man halt auf dem Kanal Info schaut, das einzige Projekt, was dann kommen wird, wird Eternal Darkness Sanity's Requiem sein. Und das habe ich schon mehrmals gespielt, bin auch ein Fan davon geworden. Und da kann ich dann auch sagen, okay, ja, dies und das, sein und je. Ich habe es schon durchgespielt, ich habe schon mehrmals angespielt und ich weiß, was auf mich zukommt. Und genau das werde ich in Zukunft auf meinem Kanal bringen, also nur noch Projekte, ja, die ich schon gespielt habe, wo ich recht gut kann, wo ich quasi fast im Schlaf spielen kann und wo ich gar nicht überlegen muss, okay, was kommt jetzt? Zum Beispiel so wie bei Dead Space oder bei anderen diversen Blind-Projekten muss man sich überraschen lassen. Wollte ich nur darüber informieren. Würde sagen, war's das von meiner Seite aus hier. Und ich hoffe, dass es bald weitergeht. Aber ich kann nichts versprechen. Müsst ihr halt abwarten und mal gucken. Genau. Gut, wünsche ich euch alles Gute. Euer Malkaf. Over and out. Tschö mit euch.